Die ganze Zeit. Einmal möchte ich nochmal ganz kurz probieren. Oder halt auch in den Kommentaren geschrieben. Friere den Schattenläufer ein. Und dann hau drauf. Sehe ich so aus wie Magier? Nein. Wäre natürlich ein vernünftiger Tipp. Aber ich will jetzt versuchen, ob ich jetzt stark genug bin. Einmal durch mehr Stärke und einmal auch durch eine bessere Waffe. Das Ding selber zu erledigen. Ich glaube fast nicht. Wir halten noch zu wenig aus. Oder wir machen zu wenig Schaden. Oder beides. Beides klingt immer gut. Aber ja, Schattenläufer immer noch meiden. Ich meine, wir machen Schaden, aber zu wenig. Wir halten auch ein, zwei Schläge aus, aber zu wenig. Was ich mich halt jetzt ein bisschen frage. Ich meine, sag schon. Ich hatte ja, diese ganze Quest hier mit Laris und dahinführen zum Tempel hängt ja zusammen mit der Erweiterung, wenn ich mich nicht irre. Dennoch kann ich mich daran entsinnen, dass es irgendwie tatsächlich möglich war, dass man Laris quasi folgen kann und der führt einen quasi zu diesem Tempel hin. Da kommt mir gerade so ein bisschen so der Gedanke, ob ich nicht damals schon mit dieser Erweiterung gespielt habe. Weil das kann eigentlich gar nicht sein. Oder habe ich das im Nachhinein dann nochmal irgendwann gespielt? Ich weiß es nicht. Ich bin da echt so ein bisschen überfragt derzeit. Ich weiß, dass ich Gothic 1 mehrfach spielen wollte und irgendwie immer nur zur Hälfte gespielt habe, dann weitere Male. Also einmal, klar, ganz durch, ne? Aber weitere Male nicht so ganz durch. Aber Gothic 2 kann ich mir nicht dran entsinnen, dass ich das dann nochmal irgendwann gespielt habe. Aber vielleicht ist es auch einfach nur mangelhafte Erinnerung und ich stehe kurz vor Alzheimer oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. So. Ich bin fast da. Aber auch nur fast. Alles so ruhig hier, wo jetzt hier nichts mehr lebt, ne? So, hola Saturas. Ich bin wieder da, wer noch? Tag. Hey, du. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon. Aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Naja, im Endeffekt habe ich die Barriere aufgemacht, Penner. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Mhm. Gut. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du unser geheimes Erkennungszeichen, den Aquamarinring. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Mhm. Was sind das für seltsame Erdbeben? Was sind das für seltsame Erdbeben? Das ist eins der Rätsel, die ich versuche zu lösen. Das Gefüge der Magie wird irgendwo hinter diesen Bergen gestört. Ganz offensichtlich versucht da jemand mit aller Gewalt einen mächtigen Zauber zu brechen.
Ich fürchte, es dauert nicht lange, bis die ganze Insel von diesem Beben heimgesucht wird. Na super. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Alles klar. Krieg ich hin. Nee, sind hier so viele Wassermagier. Einfach nur den richtigen ansprechen. Wir haben ihn, glaube ich, eh schon gesehen. Ach, das ist er schon. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Nö. Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Mhm. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht zu unterrichte. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? Gold, Schlüssel, Gebrauchsgegenstände. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Gut, Satoras wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Ist ja toll. Ich folge mal auffällig, ne? Wir stehen zu zweit hier, ja? Denken sich so, boah, geile Wand. Schon was Neues herausgefunden? Es hat sich bestätigt. Die alte Kultur hat tatsächlich an Adanos geglaubt. Ist nicht wahr. Und du? Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Damit du noch mehr im magischen Gefüge herumfuschen kannst? Nein, für solche Späße habe ich jetzt keine Zeit. Na, sowas aber auch. Gut. Dann ist halt die Frage, wie können wir dieses Portal öffnen? Man muss ja jetzt hier irgendwie eine Folgequest geben mit dem, was ich zu tun habe. Wir reden einfach mal mit den anderen Wassermagiern hier. Sind ja noch genug da. Ne? Zum Beispiel du hier. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Mhm. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Mhm. Wo ist dieser Teleportstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Okay, gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst, hier hast du ihn. Das ist hier die Tür da auf der linken Seite wahrscheinlich, ne? Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Mhm. Gut. Gucken wir uns gleich vielleicht an. Kronos. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Sag mir, was du brauchst. Ich brauche... Weiß ich nicht. Willst du ein paar Knochen haben? Ich hab so viel davon. Ich hab hier unten noch bestimmt so viel Schrott hier. Davon kannst du einen Hammer haben. Hier ist ein Silberkelch. Ultas heiliges Wasser. Ach ja, das war ja für die Schreine. Eine Säge kannst du haben. Eine Zange kannst du haben. Ein paar Gebeine. Felle, die ich nochmal abgeben kann bei Gelegenheit.
Mindcrawler Zangen heben wir mal erstmal auf. Sonst hier ein bisschen Schrott. Haben oder nicht haben. Mollradfett heben wir auch mal erstmal auf. Wir brauchen das ja noch für irgendeine Quest. Jo. Und dann haben wir noch die Lederbeute, die wir noch aufmachen können. Insgesamt 75 Gold haben oder nicht haben, ne, wie immer. So. Gehen wir mal in den Raum rein, wo hier dieses Portal steht. Wäre interessant zu erfahren, ob wir hier irgendwas machen können. Myxia. Hey. Lehre mich fremde Sprache. Nö, jetzt gerade nicht. Weil, ne, mangels Punkte. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Na, klasse. Sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Aber wo? Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Okay. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal Nefarios Karte mal an. Und Karte Heilige Schreine, nee. Da. Einer auf Onas Hof. Da hinten im Wald. Sollte problematisch werden. Und einer ist bei dem Hof da vorne. Okay. Gut, gucken wir uns mal um. Kann ja nur gut werden. Können wir auch gleich hier nochmal die Tür da aufmachen. Und mal gucken, ob wir da einfach mit dem Teleporter irgendwo hinreißen können und sagen können, jo, ist okay. Da. Aha. Was ist das da hinten? Achso, das ist eine verschlossene Tür. Okay, kann ich wohl nicht durch. Sonst wäre noch irgendwas Spannendes. Eine Kiste. Ich glaube, die ist verschlossen. Natürlich. Links, rechts, rechts. Links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Okay, 111 Gold, das ist eine Menge. Für ein bisschen Gedöns. Hat sich ja wirklich schon fast gelohnt. So, und dann speichern und ab durchs Portal. Mal schauen, wo wir rauskommen. Holy moly, oh shit. Das war nicht wünschenswert. Ist ja gut. So, Wolf ist weg. Wolf ist weg. Das ist keine Übung. Der Wolf ist weg. Wow, wow, wow. Weißt du, die Musik schon so? Ja, wir hören mal auf. Na, aber Ork so, ja, nö. Schon wieder eins von diesen Biestern. Töte es, töte es! Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern.
Jetzt gehen sie alle drauf, oder was? Hätte ich gewusst, dass das die ganze Zeit so einfach gehen kann, hätte ich das Ding schon lange erledigt. Wo ist denn deine Waffe? Füll deine Waffe. Ich glaube, die hält er dann noch in der Hand, ne?